bin noch in den Aufnahmen gespannt, wie viele Kilometer wir eigentlich jetzt zurücklegen mussten. Ich habe ja erst später nachgeguckt, da waren es ja 1200, aber da sind wir auch schon ein Stückchen gefahren. Ich bin mal gespannt, ob wir die 1500 Kilometer Marke durchbrochen haben. So, der will uns überholen, die Made. Da kommt er schon angesaust. Wir bleiben einfach hinter unserem Bus. Zack, Tempomat rein. Und chillen. So, da könnten wir pennen. Wir haben noch 5 Stunden. Ja, ich will schon auf die 4 runter. Wir nehmen die nächste. Die nächste Raststätte gehört uns. Nicht diese, aber definitiv die nächste. Versprochen. Warum? Ich muss euch ja gar nichts versprechen. What? Ihr seid alle links und wir überholen euch. Meh, 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 meh. Ihr Maden. Aber gut, kann ja keiner was dafür, wenn der da einfach abbremst. Aus heiterem Himmel. Ich meine, wir sind zwar jetzt bei 4 Stunden, aber schaut mal. Das sind 4 Stunden 55 Minuten. Das sind einfach fucking 5 Stunden. 3 Stunden noch. Wir hätten es echt geschafft. Die Stunde 50 Minuten hätte ich locker rausfahren können. Naja. Aber noch sind es ja keine Just-in-Time-Aufträge, also noch müssen wir es ja nicht. Später, na klar, bei Just-in-Time müssen wir. Da müssen wir uns ranhalten. Aber ich möchte trotzdem mal gucken, wenn wir jetzt nochmal schlafen, 2 Stunden. Plus Schlaf, ja, schaffen wir locker. Schaffen wir locker. Wir kriegen keine Zeitstrafe. Wir kriegen die volle Money. Da freue ich mich. Jetzt die Frage, kostet es 100.000 unser zweiter Upgrade? Kostet es 150.000 oder kostet es 200.000? Ich glaube, das ist je nach Standort immer unterschiedlich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Beschleunigen wir eigentlich bergauf? Nee, ne? Ja, dafür ist unser Motor noch zu schlecht. Was für eine Tour. Ich schwitze hier auch gerade ohne Witz wie in der Sauna, ne? Ich werde hier gebrutzelt. Boah. Ich habe mich ein bisschen... Ich habe mir so ein kleines Jäckchen angezogen. Also jetzt kein dickes Jäckchen, wirklich so ein kleines Jäckchen. Weil mir einfach so heiß war. Und ich merke gerade wirklich, wie ich förmlich gegrillt werde. Also... Das nimmt mir der PC hier nicht mehr. Der verzeiht mir das nicht. Der dachte so, was, dir ist kalt, obwohl ich dir eine schöne Heizung bin? Ziehst du Jäckchen an? Da hat sich so der Rechner gedacht, okay, das jetzt werde ich es dir so richtig geben. Jetzt sorge ich dafür, dass du wie in der Sauna verreckst. Und ich spüre es. Ich werde hier einfach gerade gegrillt. So, unser Bus will weg. Wir wollen natürlich hinter dem Bus bleiben, deswegen reimen wir uns hier ein. Denn der gute Busfahrer, der hat gesagt, hey, ich will den ganzen Truck da überholen, der geht mir auf den Sack. 5300 von der guten Dame, wow. Nice. Kreditkosten abgedeckt. Ha? Und Level aufgestiegen. Die Marianne, ich habe gerade nicht, wie gesagt, lesen ist so ein bisschen hart, während man fährt. Ziemlich geil. Bus, warte auf mich. Der wird gerade echt ein bisschen schnell. Sonst auf mich... Nein, der biegt ab, er will die Ausfahrt nehmen. Nein. Mein Disco-Bus. RIP-Disco-Bus. Es war schön mit dir, solange es weilte. Nee, warte mal. Disco-Bus? Ich komme mit dir. Sehe ich gerade. So, hinter dem Disco-Bus hinterher. Hehe. Ich habe gerade nicht gesehen, dass hier die Ausfahrt ist. Warte, warte, nicht so schnell. Hier, hörst du mich? Warte auf mich, Kollege. Oh Gott, hoffentlich finden wir jetzt irgendwo in der Nähe den nächsten Schlafplatz. Runter von der Autobahn ist immer kritisch. Nein! Okay, jetzt wird er uns verlassen. Ich kann nicht mehr dranbleiben, keine Chance mehr. RIP Disco Bus, das war schön mit dir. So, gucken, dass der Hänger jetzt rumkommt. Ja, sollte er aber. Wenn man die Kurve so schön groß nimmt, dann kommt der locker durch. Okay. Hätten wir das. Jetzt heißt Schlafplatz finden und dann die Tour zu Ende fahren. Freue ich mich drauf. Hat man einen schönen kleinen Spaß mit dem Disco-Bus. Ah, muss man irgendwelche Namen für die Parts, muss man sich ja, ich sag mal, muss man sich nicht ausdenken, man muss sie sich quasi erschaffen. Hallo? So, da. Ich will nicht auf Gras fahren. Aber ein bisschen abbiegen. Ah, machen wir das doch mal. Da, mega, mega, mega. Man ist immer so gut. Schau auf. Ihr habt nichts gehört. Okay. So, alles schön leer hier. Es ist Nacht. Oh, schnell. Da kommen die alle. Schnell. Boah, der ist uns sogar hinten reingefahren. So schnell war der. Und 9% Schaden. Wow. Aber kein Unfall, weil er uns reingefahren ist. Ich wusste es. Ach, RIP-Geld.
Es ist so belastend. Die sind zu schnell. Das müssen die echt wieder runterpatchen. Die sind viel zu schnell. Gerade auf Kreuzung, du hast keine Chance zu überholen. Du kommst nicht vorbei. Du bist nicht schnell genug, um quasi das auszunutzen, diese Lücken. Du musst auf Megalücken warten. Katastrophe. Die sind viel zu schnell geworden. Die waren früher nie so schnell. Das war halt der Unterschied. Boah, 9% Schaden ist schon hart. Dadurch werden wir richtig viel Geld verlieren. Das ist ein richtig großer Verlust. Auf jeden Fall, der tut richtig weh. Wow. Das kotzt mich doch wieder an. Das ist doch Bullshit, Mann. Wie kann man da denn noch Spaß haben? Ganz ehrlich, also da kann man ja nicht mehr fröhlich sein. Es ist ja deprimierend. Man fährt so eine Megatour für voll viel Geld und dann am Ende ist es komplett nutzlos, weil ihr einfach die KI mit 300 Stundenkilometer auf den Autobahnen rumfährt. Mir kann, ganz ehrlich, mir kann keiner sagen, dass da irgendwie 200 Stundenkilometer erlaubt sind. Ich weiß, dass ich müde bin. Das muss mir... Genau wie hier. Ich kann... Mein Spiegel sagt mir quasi, hey, da ist keiner. Ich guck nicht drauf. Also ich guck drauf, da ist keiner. Ich will reinfahren. Bams. Ist der PKW mit 300 Stundenkilometer da. Das ist echt nicht gut. So, hier ist wieder Autobahn. Sehe ich das richtig? Okay, dann ist jetzt hier irgendwo die nächste Raststätte. Schlafen gehen. Den Scheiß vergessen, dass der uns voll hinten reingebreddert ist, aber so richtig volle Kanne. Und dann Auftrag zu Ende fahren und die, weiß ich nicht, paar Money, die wir da noch dann kriegen, übernehmen. Verdammt, Mann. Wie lange wir schon keinen Auftrag mehr zu Ende gefahren sind, ohne irgendeinen Crash, ne? Ich glaube, das sind jetzt die letzten drei Aufträge hintereinander. Ne, warte, der letzte Auftrag? Ja, doch, der letzte. Ne, warte. Doch, doch, der letzte Auftrag ja auch, ne? 1% Schaden, oder? Der war ja auch nur auf gut. Dann der davor, der war ja auch Katastrophe. Da sind sie auch die eine Male voll reingefahren. Also, wir sind... Das ist beides. Also, wir sind in ihn reingefahren, er ist in uns reingefahren. Das war ja einfach nur aufgrund der Breite unserer Hängers. Das war halt dumm, ne? Er hatte halt die Turbine und ich hatte die Turbine. Der ganze Auftrag ging gut, bis halt wirklich genau identische Fracht kam. Und das hat dann nicht mehr gepasst und da hat es geknallt. Das war super ärgerlich. Auch wie der hier. Das müssen die auch mal patchen. Dass der genau 40 Stundenkilometer jetzt hier fährt. Keiner hält sich an so eine Ausfahrt an die punktgenaue Begrenzung des Tempolimits. Kein Mensch macht das. Aber hey, das Programmieren ist wahrscheinlich zu schwer an dieser Stelle. Boah, Alter, wie der Hänger fast nicht umkommt, ne? Bloß kein Kratzer mehr. Wir bekommen, ich weiß nicht, wie viel Abzug bekommen wir? 15.000, 16.000? Verdammt, ey. Ich würde so gerne mal wieder irgendwas machen. Also ich würde uns auch mal vergrößern halt, ne? Weitere Trucks und sowas kaufen. Aber es geht halt nicht, wenn man ständig laute Abzüge bekommt. Ich weiß, dass ich müde werde. Ich weiß es doch. Na, dafür kommen wir schlafen. Aber man sieht, ich glaube, siehst du? Wir brauchen immer noch 2,5 Stunden. Ich glaube nicht, dass wir die 2 Stunden hätten rausfahren können. Naja, zumindest haben wir da ein bisschen die Bestätigung. Wieso habe ich eigentlich Fernlicht ausgemacht? Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich aufhören zu blinken. So, warte mal, der LKW ist da vorne, das heißt doch. Genau, das heißt, dass ich da von hier packen kann. Aufpassen, dass der Hänger rumkommt jetzt. Ich hoffe doch. Sollte er eigentlich, ja. Okay. Gut, schlafen wir. Keine Geldstrafe, zumindest diesbezüglich. Das freut mich ja wieder. Ah, Kredit, ja. Das ist ärgerlich, weil die Sache auch am Kredit ist. Das kann doch nicht sein, dass das jetzt nicht gereicht hat. Okay. Ja, das ist der Tilt-Modus. Wer ihn nicht kennt, in League of Legends ist der weltweit bekannt. Tiltet. Das heißt, wenn irgendetwas schief läuft, dann fuckt man auf den Rest. Und ja, nimmt dann alles nicht mehr so ernst. Das bezeichnet man als Tilt-Modus. Das könnte man jetzt gerade, hat man jetzt gerade schön an dieser Ausfahrt gesehen. Ich hätte da
Ja, ich hätte zurücksetzen müssen, denke ich mal. Weil so, ich wäre da nicht rausgekommen, ohne den zu crashen. Oder ich hätte über das Grün fahren müssen. Das ist jetzt so dieses Unkonzentrierte, man tiltet, man scheißt auf alles, weil man so schon den Auftrag verkackt hat. Das ist halt immer so ein bisschen belastend. Aber es erinnert wirklich 1:1 an LOL, weil, man kann ganz ehrlich sagen, so dieser Crash vor dem Tunnel, das war ja eigentlich nicht meine Schuld. Also, der hat da nicht mit 300 Sachen an der Kreuzung rumzufahren. Das fällt ihm ein. Der muss ja damit rechnen, dass da Autos rüber wollen. Deswegen, also, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was gepatcht werden und gefixt werden. Aber Frank hat ein bisschen wieder was behoben. Er versucht den Kredit, sage ich mal, abzuzahlen. Zusammen mit der Marianne schaffen die das auch. Also zu zweit auf jeden Fall. Da könnte man sagen, okay, zu zweit deckt ihr die Kosten des Kredites. Und ich selber nehme ja trotzdem immer mehr Geld ein, als ich Verlust mache. Also selbst durch den Mini-Crash jetzt die 500 und durch die Abzüge des Auftrags werden wir ja Gewinn machen. Aber es ist trotzdem frustrierend. Trotzdem etwas frustrierend. So, die letzten 2 Stunden fahren wir jetzt mit Vollgas durch. Wenn die jetzt hier meinen, links zu bremsen, dann RIP. Machen wir genau das hier. Jetzt fahren wir ein bisschen, drücken wir jetzt auf die Tube hier. Ich möchte jetzt einfach wissen, wie viel wir kriegen und möchte in der Werkstatt, möchte meine Zugmaschine reparieren. Hat zwar nicht viel Schaden, da ist die Lidl-Werbung, also Lidl haben wir auch. Den Aldi gibt es ja auch schon, den habt ihr auch schon gesehen. Ich frage mich, ob es noch den Plus und Penny und sowas gibt. Jetzt könnte man sagen, ja, den Plus gibt es ja nicht mehr. Ja, regulär nicht mehr, der wurde ja aufgekauft vom Netto, aber den Plus gibt es ja noch so. Also jetzt, hier so als Werbung, Niete 2, kann man den ja reinhauen. Wow, okay, das war tricky. Da wurden wir gerade echt, wow, da hätten sie uns echt von der Straße fegen können. Ziemlich gemein an der Stelle, aber nicht kommen sehen. Außerdem, ganz ehrlich, müssen uns hier keine PKWs auf der rechten Spur überholen, weil wir fahren 117 Sachen und das reicht eigentlich für den Linksverkehr auf der Autobahn. Das ist echt schnell genug. 120, let's go, Vollgas. Schaut euch die ganzen Maden an. Und dann werden wir ausgebremst. Jetzt sind wir auch wieder eine der langsamen Maden. Mäh. Ja, Schafe gibt's auch. Ach guck mal, wir müssen so hier wieder links sein. Von daher, als hätten wir es geahnt, ne? Als hätten wir es doch geahnt. So, da habe ich ja gerade an sich gesehen, dass da keiner war hinter uns, also auf der rechten Spur. Deswegen konnten wir die locker wechseln. Sondern auf der linken Spur hinter uns war einer, aber wo ist der denn hin? Ich sehe ihn gerade nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ist denn mein Mikro noch gemutet? Nee, ne? Genau, dachte ich doch. Ich habe alles richtig gemacht. Trotzdem immer kontrollieren. Boah, und ich habe Durst, ich muss was trinken. Aber was machen wir jetzt in 50 Minuten? Hau mal Tempomat rein. Ich frage mich gerade, warum die Frames so krass droppen, selbst hier auf der Autobahn. Ich hatte das gestern auch schon. Die droppen gerade mehr als sonst. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Dann müssen wir die Spur wechseln. Guck mal, die droppen jetzt hier gerade an der Stelle. Habe ich nie Frame Drops. Ist jetzt gerade total übel. Finde ich auch, um ehrlich zu sein, nicht lustig. Ich habe keine Ahnung, was da gerade los ist. Schon zu 2 Tagen mit ETS2 so. Gefällt mir nicht. Wenn das irgendwie so ein Dauerzustand wird, muss ich mal mich um die Problemlösung kümmern. Aber ich bin ehrlich zu euch, ich habe da eigentlich nie Bock drauf, Probleme zu lösen. Entweder das geht oder das geht nicht. Wenn es nicht geht, dann ist mir eigentlich mal egal. Dann wird aber alles platt gemacht, neu installiert, bis es wieder geht. So, hier runter und dann das restliche Stück ans Ziel. Ah, die Ausfahrt ist schön groß, da kommt der Hänger locker rüber. Oder durch, rüber ist auch wieder komplett verkehrte Wort. Wir haben ja keine Brücke, die wir überfahren müssen.
Wow. So. Na, komm schon. Krieg dich wieder ein. Den letzten Part kriegst du jetzt auch noch hin. Dann mache ich auf jeden Fall erstmal eine Pause. Muss ich gucken, was da los ist. Da, 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 da.